mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit zog Jesus nach Jerusalem hinein in den Tempel. Nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den 12 nach Bethanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen: Ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt: Heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt keinem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ihr müsst Glauben an Gott haben, hat Jesus gesagt. Und das beginnt, wie wir mit den Dingen umgehen, die ihn betreffen. Sie sind heilig und kostbar, mit einer inneren Achtsamkeit. Denn es ist das Allerhöchste und Größte, das wir besitzen. Bei uns kann man schwer etwas durch den Tempelbezirk durchtragen, aber es war halt dann schon auch in Jerusalem ein ganz schöner Umweg. Aber bei uns, es beginnt damit, nach der Heiligen Messe, man schafft es nicht einmal vor die Kirche hinaus, um einander etwas mitzuteilen oder gar zu tratschen. Solange die Orgel ertönt, meinen manche, man hört sie nicht, wenn sie sich in der Kirche unterhalten. Man hört es bis in die Sakristei hinein. Und sobald die Orgel verstummt, ist es auch in der Kirche still. Weil die Menschen sich nur orientieren an dem,
dass sie meinen, was andere mitbekommen oder nicht. Aber es geht hier dann nicht um die Heiligkeit dieses Ortes. Und das ist das Problem, dass die Heiligkeit dieses Ortes, die Kraft dieses Ortes, einem nicht bewusst ist. Und dann kann auch kein Glaube entstehen daran, wo wir hier eigentlich sind und was wir hier eigentlich tun und vor allem, was Gott hier tun kann. Wir sagen der Tabernakel. Aber es ist die gewaltige Gegenwart des Herrn hier auf Erden. Das Opfer des Herrn ist hier gegenwärtig, das er am Kreuz für uns dargebracht hat. Der auferstandene Herr über Himmel und Erde ist hier gegenwärtig. In seiner ganzen himmlischen Gewalt. Und wenn unser Glaube stark genug ist, dann sind wir voll von dieser Kraft. Auch dann, wenn wir das Kreuz tragen müssen. Aber wenn wir nicht den Glauben haben, dann geht es uns so wie dem Feigenbaum. Er ist verdorrt. Und seelisch, geistlich verdorrt ist ein Großteil der Kirche, der Gläubigen, weil sie hier nicht empfangen, weil sie leben und kraftlos sind. Zumindest vom Herrn her gesehen. Das ist etwas sehr Erschütterndes. Und deshalb denken sie auch, es ist wirkungslos, was sie hier tun. Diese heilige Messe, die wir hier feiern, ist das Gewaltigste und Größte, das wir tun können. Und oft genug orientiert sich der Messbesuch am übrigen Tagesablauf. Man wählt den Zeitpunkt, den heute die anderen Verpflichtungen und Tätigkeiten zulassen. Oft auch, weil unsere Mitmenschen es von uns erfordern. Weil unsere ganze Kultur so ist, dann muss man sich nicht wundern, warum der Feigenbaum keine Früchte bringt. Wir wollen den Herrn um Vergebung bitten für unsere Sünden, für unsere Gleichgültigkeit und für die Gleichgültigkeit unserer Mitmenschen und der gesamten Pfarre, der Gleichgültigkeit der Priester gegenüber, dem Heiligtum und dem heiligen Messopfer. Wir wollen unsere Liebe erneuern, unseren Glauben erneuern, unsere Dankbarkeit erneuern, hier sein zu dürfen. Und jetzt schon danken für alle Gnaden, die der Herr schenken wird. Amen. Vergelt's Gott.